Okay. Das war's hier, glaube ich. Dann können wir jetzt, denke ich mal, zurück. Um dann unser Schlüsselchen einzulösen. Beziehungsweise erstmal dahin kommen. Ah, mein Gesicht juckt. Sehr geil. Okay. Das ist hier auch voll schön mit diesen blauen Kristallen an der Decke. Gefällt mir. Okay. Hier haben wir jetzt nochmal eine größere Stelle. Also ein größeres Areal, sag ich mal. Gut, linke Seite wäre schon mal clean. Können wir hier so hoch? Nee, ne? Nee. So ist das nämlich auch gar nicht gedacht. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ivor! Bist du das, Spyro? Bist du der junge Drache, von dem ich so viel gehört habe? Seit du nur ein kleiner Funke warst, wissen wir... Wisst ihr... Ich hab's vergessen. Das war schon im alten Teil war das schon super. Das ist hier noch cooler. So. Da liegt nichts mehr. Na, was ist das da? Ah, hier hätte man was verstecken können. Ja, es fehlt auf jeden Fall nicht mehr viel. Zip, zip, zip. Oh, Feuerwerks-Dinger. Erstmal angucken. Fire Snacks auf jeden Fall, da steht noch was. Mega. Ich weiß nicht, was für Mega. Keine Ahnung. Okay. Wir haben hier da hinten auf jeden Fall noch was. Da werden wir dann gleich hinkommen. Das mache ich noch auf hier schnell. Und jetzt fliegen wir erstmal da hinten auf die kleine Steininsel. Oh nein, oh nein. Irgendwie habe ich damit noch ein bisschen Probleme. Weiß auch nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Ach so. Ich höre irgendwelche Sachen. Waren bestimmt die hier. Na gut, ja komm, holen wir erstmal das hier. So, Leben noch. Das, was wir gerade vergeudet haben. Und jetzt nochmal ein neuer Versuch. Auf die Insel zu fliegen. Ich stehe ja voll auf so fliegende Inseln irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist zwar, nee. Es ist zwar keine fliegende Insel, aber es ist halt ein Stück Stein, was über die Wolken ragt. Also sieht es schon ein bisschen danach aus, dass es fliegt. Das sieht, glaube ich, besser aus. Ja. Wunderbar. Ach, guck mal, da kann man sogar reingucken, was man für einen Edelstein bekommt. Das ist ja cool. Und dann noch ein Zweier. Ja, super. The Level ist
ist done. 100%. Wir suchen den Ausgang. Also beziehungsweise suchen nicht, aber wir versuchen dorthin zu kommen. Relativ zügig. So, nach Hause. Da machen wir jetzt die Ice Cavern und danach Dr. Champ. Hat er, glaube ich, auch gemacht. Also Dr. Champ. Ladebildschirm gefällt mir. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich muss auch fürs nächste Mal unbedingt mal ausstellen, wer hier online kommt. Ja, komm, hau mir eine rein, genau. Vögelchen. Vögelchen. Warum hast du die nicht mitgenommen, Sparks? So, Eishöhlen. Das Level, was ich noch gesehen habe, war, glaube ich, Dark Passage. Und ich bin mega auf die Fuzzis gespannt, die so machen. Was ist mit der Melodie los? Da ist irgendwas falsch. Irgendwas mit dieser Baseline ist irgendwie nicht richtig. Das hört sich irgendwie komisch an. Oh, cool! Das gab's nicht damals, aber das ist mega cool. Das gefällt mir. Ulrich! Sei schön vorsichtig, Kleiner. Warte, bis du so groß bist wie ich, bevor du die großen Gegner angreifst. Jetzt müssen wir mal weiterhelfen. Woher kommt der Name Ulrich von Liechtenstein? War das von Ritter aus Leidenschaft von dem Film? Ich habe nämlich Ulrich gelesen und kam mir direkt dieser Name in den Kopf. Übrigens auch ein sehr guter Film, Ritter aus Leidenschaft. Habe ich gerne geguckt damals. Könnte ich mir eigentlich nochmal angucken. Gab's hier überhaupt? Luftige Höhlen? Achso, Lofty Castle? Lofty Wirbelfiel? Was ist das für ein Levelnamen? Ich glaube, hier gibt's nichts. Wundert mich, dass es hier keinen Punkt gibt für... Wo ist die Plattform hin? Gab's hier nicht eine Plattform? Und vielleicht gibt es eine Trophäe dafür, das kann natürlich auch sein. Ich denke die ganze Zeit, das wären irgendwelche Gegner, ne? Todor! Psst, Spyro! Da vorn sind ein paar große Norks, die Rüstungen tragen. In der Eishöhle kann es dadurch ziemlich rutschig werden. Fand seine Flügel mega cool. Die Farbe davon. Okay, wie kommen wir da hin? Ah,
Ich habe das gar nicht gesehen, dass hier eine Treppenstufe war. Okay. Dann kriegen wir gleich einen Schlüssel, glaube ich. Ne, da ist die Kiste, ne? Schlüssel liegt da unten. Wo war denn diese komische Plattform? Oder ist sie da hinten? Ich glaube, die ist da hinten irgendwo. Würde ich sagen, holen wir uns den Schlüssel. Flip, 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 flip. Hier gab's eine Plattform mit 3 Leben drauf. Warum bodybuilden die? Also tun so Faxen machen. So Bodybuilder-Faxen. Andor. Danke, dass du mich befreit hast. Bitteschön. Ein Leben. Okay, machen wir jetzt erst die Höhle? Oder gehen wir außen rum? Ich glaube, wir machen erstmal die Höhle. Ich glaube, das haben die aber auch im alten Teil gemacht, ne? Das Bodybuilden. Ich nenne es jetzt mal Bodybuilden. Ich weiß nicht, wie sowas genannt wird. Faxen machen. Bodybuilder faxen. Ja. So. Ach, stimmt, die muss man runterschubsen. Ach, jetzt müssen wir hier. Sisse, den Weg hätte ich wieder total verpeilt, ne? Jetzt habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Okay, dann wäre das auch erledigt. Dann können wir hier weiter. Wo sind wir hier? Waren wir hier schon mal? Warum fliegt der eigentlich immer zu mir? Ihr wollt nur getötet werden, ne? Ah, okay. Es gibt auch irgend so ein Untergeräusch, nenne ich es mal. Wenn Spyro rennt. Das mag ich auch nicht so. Das hört sich nur, als ob man so ganz gedämpft auf einer Holzkiste rumtrommeln würde. Die mit Wasser gefüllt ist. So hört sich das an. Aha, daneben. Ei! So, wer bist du? Escher, Ascher, keine Ahnung. Danke für die Rettung, Spyro. Also, wo war ich? Gehen wir erstmal oben lang. Dann vergessen wir das nicht. Führt sowieso, glaube ich, beides zum gleichen Weg, von daher. Ah, hier ist auch Plörre. Okay. Das sieht so aus, als ob man das kaputt machen kann. Ja, genau. Du Scheiß. Putzi. Habe ich Schlittschuh gesagt? Ich meinte natürlich Skier. Habe ich an diese Dinger gedacht? Oder bin ich dann allen vorbeigelaufen? Ich glaube, hier fangen die erst wieder an, oder? Triathlon. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viele Trophäen wir so normal holen müssen. Also noch holen müssen. Nach dem normalen Spieldurchgang.
viele geheime Trophäen es da noch so gibt. Also in Anführungszeichen geheim. Ragnar. Gut gemacht, Spyro. Einige Drachen dachten ja, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste es besser. Ich bin sowas von bereit. Wofür genau? Alle Drachen gefunden. Sehr schön. Ah, hier ist, glaube ich, die komische Plattform. Immer noch ein Leben. So. Okay. Ah, hier geht's nach Hause. Jetzt müssen wir wieder ganz an den Anfang zurück. Wie kommen wir denn da hin? Hier durch, ne? Ich meine hier durch. Da kommen wir auf jeden Fall zur Kiste. Da können wir schon mal gucken, ob wir alle Edelsteine haben. Aber auf die olle Plattform will ich auch noch fliegen. Weil da muss es irgendwas für geben, weil die ist nicht, also man muss da nicht hin. Das sieht sehr gut aus. Yay, 400. Geil. Gut. Dann gehen wir zurück an den Anfang und gucken, dass wir zur Plattform kommen. Yeah. So. Gibt's nichts für? Schade eigentlich. Na gut. Dann gucken wir mal gerade. 100% wunderschön. Ab nach Hause. Edelsteine und da habe ich gerade meinen Controller gegen den Tisch geschlagen. So, dann sollte eigentlich nur noch Dr. Shemp übrig sein. Und wo ist denn das Level? Da vorne. Ja, Dr. Shemp. Ab geht's. Da gibt's auf jeden Fall einen Könnerpunkt. Ich weiß nur nicht, was genau wir da machen müssen. Oder wo wir hin müssen. Aber das kriegen wir ganz einfach raus. Kann man eigentlich hier zwischendurch? Nee, schade. Das ist auch nicht so mein Favorit von der Musik her. Perfekt. Aber das gefällt mir schon mal, dass man die immer noch in den Abgrund fallen lassen kann. Uah! Yo, alle in den Abgrund rein. Natürlich. Ich wollte doch nur über die drüber fliegen. Oder springen. Okay. Kriegen wir aber noch hin. Ja, die Edelsteine sind alle weg. Habe ich das einmal gemacht?
Das reicht dann auch erstmal. Das gab's ja auch noch. Wow, stimmt. Die stehen ja hier. Dieses war, glaube ich, von den die Straußen. Oh Gott, wie heißen denn die Viecher? Pfauen, genau. Von den Pfauen. Im zweiten Teil? Bin mir nicht zu 100% sicher. Doch, zweite Teil gab's die. Oh, guck mal, ein 25er. Oh, schon wieder. Ich könnte kotzen, ey. Schattige Oase. So hieß das Level. Da gab's, glaube ich, die Pfauen, die gemacht hat, wenn man die umgemäht hat. Oh, das ist. Ach stimmt, das ist ja wieder. Da gibt's da nur einmal kurz vorm Boss oder so. Gibt's da einen Drachen. Und auf dem Weg dahin erstmal nicht. So. Jetzt aber. Oh nein, das war schon wieder. Das ist aber anders als im ersten Teil, denn im ersten Teil hat sich das irgendwie anders verhalten. Ich weiß auch nicht. Lass mich alle in Ruhe, ihr Penner. Hat die Hallo gesagt? Die fügt mir gar keinen Schaden zu, die Dicke. So. Nochmal. Oh Gott. Das war nicht so schön, die Stelle. Die hat mir nicht so gut gefallen. Komm ich zu dir? Auch von da, oder was? Sicher? Na, ich weiß ja nicht. Sieht so weit weg aus. Nee, passt aber. Tatsache. Okay. Ach, guck mal. Kommen wir hier noch irgendwo hin? Nee, das war nur so eine Vorschau. Okay. Ich habe den irgendwie größer in Erinnerung. Warum liegt hier noch so ein Ding rum? Ein Hackebeil und irgend so ein... Ist das nicht, was Dr. Shemp eben gerade in der Hand hatte? Warum liegt das da rum? Da guck, der hat das in der Hand. Hat auch irgendwo einen Hackebeil. Trondo. Dr. Shemp hält sich für obercool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, dem Laufen zuzuhören. Aber er sollte besser aufpassen. Okay, wir müssen erstmal gucken, ob es hier irgendwie Edelsteine gibt, aber nein. Okay.
Ich hab ja gar nichts an. Hat er sich nicht in die Mitte gestellt und sein komisches Ding gedreht? Haha, sein komisches Ding gedreht. Okay, ich glaube, das sollte nicht so sein. Okay, hier sind auch keine Edelsteine. So, was macht er jetzt? Okay, ich muss irgendwie hinter den kommen. Hör auf mit der Kacke! Ja, mach doch mal was bitte. Ich möchte an deinen Po. Okay, den Fähigkeitenpunkt haben wir auch bekommen. So. Ich wollte gerade sagen, uns fehlt aber noch ein ganzes Stückchen, aber hier ist die Kiste. Das ist schön. 15, bitte, bitte. Ah ne, 25. Was ist in der Kiste? Ja, würde ich sagen, hau mal wieder ab. Ab nach Hause. Und damit wären die Peacekeepers auch erledigt. Genau 3000 Edelsteine. Wunderbärchen. Was kommt denn nach den Peacekeepers? Kommen da schon die Magic Crafters oder kommen da erst die anderen komischen? Dieses Sumpfgebiet da. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Da ist der. So. Gucken wir gerade nochmal die Fähigkeitenpunkte an. Luftige Höhlen. Brenne das versteckte Gemälde. Ich habe noch nie ein verstecktes Gemälde. Ich bin baff, wie schnell du so viele gestohlene Schätze gefunden hast. Steig ein, wenn du bereit für die Welt der magischen Künstler bist. Ja, Magic Crafters, geil. Achso, ich sollte. War das bei den Magic Crafters? Mit den... Die hießen, glaube ich, anders, die Welt, ne? Wir sind jetzt, glaube ich, da, wo die blaue Höhle am Anfang ist. Und wo auch Blowhard ist. Meine ich mal. Da habe ich da was verwechselt. Aber... Wir haben jetzt zwei Hauptwelten gemacht. Und... haben 2 Stunden aufgenommen. Ja, genau. Das ist das Level mit Blowhard. Gut, aber hier machen wir erstmal Stopp. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play bis hierhin gefallen. Mir gefällt das Spiel bisher sehr, sehr gut. Und mir fällt jetzt gerade erst auf, dass da so links auf der Seite ein Spyro ist und auf der rechten Seite sieht man Spyro the Dragon. Das ist cool. Ja. Ich hoffe, euch hat das Let's Play bis hierhin gefallen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!